Okay Leute, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, haben wir eine ziemlich überraschende Nachricht, denn wir wurden schon unzählige Male gefragt. Und ich meine wirklich unzählige Male, also ich kann es echt nicht zählen. Das allererste Mal in der Geschichte von Jay und Aria. Film Geek Merch! Baby! Baby. Jetzt denken die, ist es ein Baby? Wir verkaufen keine Babys als Merch. Wir haben jetzt einen eigenen kleinen Online-Store eingerichtet, bei dem ihr erstmalig eines der Shirts mit dem klassischen Filmgeek-Design kaufen könnt. Was ein Weihnachtsgeschenk. Was ein Weihnachtsgeschenk. Was ist ein Weihnachtsgeschenk? Es ist viel zu spät, ein viel zu spätes Weihnachtsgeschenk. Morgen ist Weihnachten. Ja, aber keiner bestellt doch jetzt wie morgen. Die Shirts gibt es bisher in schwarz und weiß und in der männlichen als auch in der weiblichen Version. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben tatsächlich so etwas noch nie gemacht, weshalb das für uns ein ziemlich großer Moment ist, also hoffen wir, dass euch die Shirts gefallen. Die erste Auflage ist auf eine sehr kleine Stückzahl limitiert, also wer zuerst kommt, malt zuerst. Beziehungsweise, wer zuerst kommt, kauft zuerst. Könnt auch malen dabei. Je nachdem, wie gut das Ganze bei euch ankommt, werden wir noch mehr Sachen für euch umsetzen, also schreibt uns doch gerne, worauf ihr Bock habt. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall auch für euren Support. Wir wissen es zu schätzen und viel Spaß mit dem Video. Ey, was geht denn das? Jay, was ist das? Jetzt sind wir Legendary. Willkommen zu einer neuen Folge von FilmGeek. Okay, Leute, vermutlich wisst ihr ja schon alle, was letzte Woche passiert ist. Wir haben uns mit einer der wahrscheinlich prägnantesten Weihnachts-Cartoon-Serien aller Zeiten beschäftigt, nämlich Weihnachtsmann und Co. KG. Und da sich viele von euch eine zweite Folge gewünscht haben und es höchstwahrscheinlich nie wieder einen besseren Tag als heute dafür gibt, um euch eine zweite Folge vorzustellen, dachten wir... Nicht, weil es Weihnachten ist? Und bevor jetzt wieder aufgebrachte Mobs ihre Fackeln und Mistgabeln in die Hand nehmen und sich dafür bereit machen, in den Krieg zu ziehen, uns ist allen schon bewusst, dass das hier nur eine Kinderserie ist und dass man es dementsprechend auch nicht ernst nehmen muss. Eigentlich kann man sogar nichts davon ernst nehmen. Eigentlich kann man nichts, gar nichts davon ernst nehmen. Dieses Video ist deshalb, falls es irgendwem aus unerklärlichen Gründen noch nicht klar war, auch nicht ernst, sondern so einfach nur entertain, okay? Ach so. Ich dachte, wir sind voll wütend auf eine Kids-Show. Sind wir auch! Ach so, hä? Ich meine, das ist alles ernst, Alter. Weihnachtsmann und Co-KG? Wohl eher Weihnachtsmann und No-KG. Okay, die Folge beginnt diesmal mit einer Sache, die an sich sogar weniger seltsam ist, aber dafür, wenn man es genau betrachtet, extrem viele Fragen aufwirft. Extrem viele. Aber keine Angst, es wird später auch ziemlich seltsam. Die zweite Folge der Serie mit dem Titel Die Weihnachtsprüfung befasst sich nämlich genau damit, mit einer Prüfung für den Weihnachtsmann. Ich weiß, wer hätte das gedacht? Ne, aber ohne Witz, gleich zu Beginn der Episode erhält der Weihnachtsmann per Brief die Nachricht, dass er geprüft werden wird und ist auch ziemlich bedrückt deswegen. Wir erfahren daraufhin nämlich, dass der Weihnachtsmann alle 100 Jahre eine Prüfung bestehen muss, welche aus 12 schwierigen Aufgaben besteht. Und dabei bestimmt dann die sogenannte Weihnachtsmann-Gesellschaft, wozu übrigens die drei hier auf dem Schneemobil gehören, ob der Weihnachtsmann ersetzt werden muss oder nicht. Und die entscheidet, ob ich ersetzt werde. Ob du ersetzt wirst, aber warum? Okay, Moment. Ich habe Fragen. Erstens, was gibt diesen Typen die Befugnis bzw. Erlaubnis, darüber bestimmen zu können? Ich meine, der Weihnachtsmann kann auf einem fliegenden Schlitten durch die Luft fliegen, ist mindestens mehrere hundert Jahre alt und hat zudem auch noch den Baba-Bart meiner Träume. Das da scheinen einfach nur ganz normale Typen zu sein. Also, ich meine auch, was sind die denn angereist? Was wollt ihr eigentlich? Zweitens, wir erfahren in dieser Folge, dass Weihnachten gar nicht mehr so lange hin ist. Mit anderen Worten besteht das Risiko, dass dieser Weihnachtsmann kurz vor Weihnachten wegfällt und dann ersetzt werden muss. Müsste das nicht also heißen, dass bereits jetzt schon irgendwo eine Art Ersatz-Weihnachtsmann antrainiert wird für den Fall der Fälle, dass der hier wegfällt? Von wem wird der trainiert? Was passiert, wenn er nie zum Einsatz kommt? Hängt er dann einfach nur so rum? Was passiert, wenn er doch zum Einsatz kommt? Und dann aber nicht gut ist, gibt es dann andere Ersatz-Weihnachtsmänner oder ist Weihnachten dann verloren? Ich habe zu viele Fragen. Auf jeden Fall ist der Druck für den jetzigen Weihnachtsmann sehr hoch. Schließlich hängt nicht nur sein Job, sondern auch das Wohlergehen von Milliarden von Kindern davon ab. Und deswegen wird auch nicht so niemand den Weihnachtsmann davon abhalten, diese Prüfung zu bestehen. Sie sind 5 Sekunden zu spät, Herr Weihnachtsmann. Dein Ernst, Bro? Wir verzeihen es Ihnen, aber nur dieses eine Mal. Okay, das war knapp. Ich weiß zwar nicht, woher die überhaupt wussten, dass er genau 5 Sekunden zu spät ist. Es hat nämlich keiner von denen jemals auf die Uhr geguckt, aber mit denen ist scheinbar nicht zu spaßen. Ich muss sagen, die Folge war bisher sogar gar nicht so seltsam, vor allem wenn man sie mit der letzten Folge vergleicht. Aber das kann sich ja ändern. Als der Weihnachtsmann nämlich in seiner Prüfung die Frage gestellt bekommt, was das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten gewesen ist, passiert Folgendes. 5, 4, 3, 2, 1. Ein Schloss? Teilweise korrekt. Die schummeln einfach. Der Weihnachtsmann und seine Elfen sind Schummler? What the frick? Und das bei dem wahrscheinlich wichtigsten Test, den ein Weihnachtsmann so ablegen kann? Ich bin enttäuscht, Weihnachtsmann. Ich bin
enttäuscht. Wir sehen daraufhin den Fiesling Grantelbart und seinen Gehilfen Gugor, die wieder einmal vorhaben, Weihnachten zu sabotieren. Diesmal, indem sie dafür sorgen, dass der Weihnachtsmann durch seine Prüfung rieselt. Und achtet mal auf die Reaktion der Elfen. Jemanden betrügen ist gemein! Niemals hast du das gerade gesagt! Du hast doch gerade selbst betrogen! In dem gleichen Test... Jemanden betrügen ist gemein! Was willst du eigentlich, hä? Die nächste Phase ist ein Sporttest. Der Weihnachtsmann hat 2 Stunden Zeit, bevor er den antreten muss. Wir treffen uns in genau 2 Stunden. Und diese 2 Stunden nutzt er, um zu trainieren. Bro, du hast 100 Jahre Zeit gehabt und 2 Stunden vor der Prüfung fällt dir einmal zu checken, ob du die Zeiten einhalten kannst? Jedes Kind weiß, dass dein Körper nach dem Training erschöpft ist. So willst du antreten? Mann. Oh, natürlich. Weihnachtsmann, der Cheater. Er kriegt einen magischen Drink von seinen Elfen, damit er bei der Prüfung klarkommt. Das ist Doping, Bro. Vor allem ist der nächste Test dann eine Slalomfahrt mit seinem Schlitten und hat rein gar nichts mit seiner Vorbereitung zu tun. Der war auf dem Laufband und hat Gewichte gehoben. Und obwohl Grantelbart sein Bestes gibt, damit der Weihnachtsmann es vermasselt, besteht dieser die Prüfung mit Hilfe der Elfen ganz easy. Okay, dann muss er ein Unisex-Spielzeug erfinden und dann geht es anscheinend wieder zurück zum Sport. Test? Merkwürdige Reihenfolge. Sehr merkwürdige Reihenfolge. Grantelbart hat ein Seil am Schlitten des Weihnachtsmanns befestigt und dadurch kommt dieser nicht weiter voran. Und obwohl es eigentlich absolut offensichtlich ist, was hier das Problem ist, scheint der Weihnachtsmann nicht zu checken, was hier abgeht. Aber auch hier helfen die Elfen. Zeit haben wir auch nicht. Yo, ohne seine Elfen wäre dieser Boy ganz schön am Arsch. Seine letzte Aufgabe beinhaltet das Erklettern eines Hauses, um dann die Geschenke über den Schornstein ins Haus zu bringen. Was mich mittlerweile wirklich nervt, ist, dass längst klar geworden ist, dass Grantelbart versucht, die Prüfung zu sabotieren, aber der Weihnachtsmann jedes Mal wieder aufs Neue überrascht ist. Was soll das, Mann? Gugor trifft ihm beim Klettern auf die Finger. Wie kann es sein, dass erstens die Elfen nicht vorbereitet waren? Ich meine, du musst doch nichts anderes tun, als Grantelbart und Gugor die ganze Zeit zu beobachten. Aber diese Genies sind jedes Mal aufs Neue vollkommen überrascht. Und zweitens, wie kann es sein, dass die Jury nicht gesehen hat, was passiert? Gugor ist mir auf die Hand getreten. Wir haben nichts gesehen. Wie inkompetent sind die eigentlich, dass ihre Prüfung durch den Weihnachtsmann, durchs Schummeln und Dopen und durch Grantelbart, durch Sabotieren beeinflusst wird und die das nicht mal mitkriegen? Als er es beim 3. Anlauf ins Haus schafft, warten Grantelbart und Gugor schon auf ihn und er wird gefesselt. Und wieder, wo zur Hölle treiben sich diese Elfen rum und wie zur Hölle haben die beiden es ins Haus geschafft, wenn die Prüfung doch so schwer ist? Und wie kann es sein, dass es niemand gesehen hat, wo doch alle auf dieses Haus schauen, weil ja immerhin dort die Prüfung stattfindet. Naja, ist ja auch egal. Der Weihnachtsmann schafft die Prüfung dann doch noch durch die Hilfe seiner Elfen, aber als er auf dem Dach steht, sieht er, wie sich dieser kleine Junge hier in Gefahr befindet, ohne es zu merken. Er rettet den Boy und dadurch beendet er den Test zu spät. Macht aber nichts, weil er so tapfer war. Es tut mir leid. Sie haben Ihren Test nicht bestanden. Wegen ihrer Tapferkeit haben wir allerdings beschlossen, diese Tatsache zu übersehen. Und deswegen kann er weitere 100 Jahre seinen Job machen. Er sollte sich aber durchaus überlegen, ob er sich nicht etwas Geld beiseite legt, denn er hat einen furchtbaren Job gemacht. Beziehungsweise hätte er diesen Test nie bestehen dürfen. Ich meine, beim nächsten Mal kann das durchaus anders ausgehen. Wie ihr seht, gibt es auch hier wieder einige Seltsamheiten, aber im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass man den Weihnachtsmann für kein Geld der Welt ersetzt haben möchte. Und dass man für einige Ziele ein Team braucht. In diesem Sinne, frohe Weihnachten an alle, die es feiern. Falls ihr es nicht schon getan habt, dann checkt ruhig mal ab, wie seltsam die erste Folge von Weihnachtsmann und KKG war. Oder zieht euch rein, wie Super RTL heute im Gegensatz zu früher abschneidet. Wir wünschen euch Buenos Dias, gesegnete Chanukka und ein frohes Weihnachtsfest natürlich. Was ist mit Kwanzaa? Sorry, das war sehr unüberlegt von mir. Natürlich auch gesegnete, wie sagt man das? Merry Kwanzaa oder? Happy Kwanzaa. Happy Kwanzaa an alle Kwanzaaner da draußen. Du denkst du immer noch, dass Kwanzaa was ausgedacht ist? Das gibt's? Das gibt's natürlich. Und natürlich wünschen wir euch auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns am 1.1. wieder auf diesem Kanal. Denn wer möchte am 31.1. schon ein J&R-Video sehen? Ich nicht. Können wir nur das rausschneiden und immer wieder abspielen? Ansonsten, Leute, out the reason. Pasen und frohen Rutsch. Nee, scheiße, Mann. Oh. Geht jetzt. Nächstes Jahr wird's besser. Nein, bitte.